Moin liebe Filmfreunde, nach Switchville kommt nämlich jetzt ein neuer Film auch noch raus ins Kino, nämlich Yummy. Und wie dieser Film ist, das sage ich euch nämlich jetzt im Nerdchat. Der Festival-Hit im Programm des diesjährigen Fantasy-Filmfests ist Belgiens erster aufwendig inszenierter Zombie-Horrorfilm voller Blut, Gore und schwarzen Humor. Dieser Streifen geht 1 Stunde 28 Minuten, ist so eine Zombie-Horror-Komödie und hat natürlich, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt durch Bush Media Group halt angeguckt, nochmal danke dafür, dass ich das vorab gucken durfte. Trotzdem ist die Synchro einfach sehr... Willkommen in Klinika Kraftschick. Hi. Wir helfen dabei, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Alison Jacobs? Ja. Ist Kaffee im OP-Saal nicht verboten? Er ist sehr professionell. Bärchen, entspann dich. Ja, aber ich komme gleich später dazu. 1 Stunde 28 Minuten läuft dieser, ist ab 18 und ist ein Film von Lars Damosio oder so heißt der Mensch. Ein holländischer Regisseur, der ja natürlich schon mit anderen Filmen, sag mal, euch vielleicht bekannt vorkommt. Er damals als Autor, als Striker Bob und Patient Zero, ja, das hat er alles gemacht. Und hier ist es einfach so, in der Hauptrolle spielt zum Beispiel Mike Nivelle als Allison die Hauptrolle und Bart Hollanders. Eher natürlich unbekanntere Leute, die aber, sag ich mal, doch soweit einen ganz guten Eindruck machen. Aber man muss einfach sagen, der Film nimmt sich nicht ernst. Es ist wirklich blutig und auch wirklich gut gemacht. Also wenn diese ganzen blutigen Szenen kommen, die sind sehr gut umgesetzt. Da ist kein CGI bei oder so weiter. Ne? Die Story ist natürlich sehr plump. Also man geht nach Polen und es bricht dann halt eine Zombie-Apokalypse aus in ein Krankenhaus. Trotzdem, ich fühlte mich wirklich sehr gut unterhalten. Aber bis einen gewissen Zeitpunkt, wo ich dachte, was wollen die noch so sagen, nach ungefähr einer Stunde, da dachte ich auch so, vielleicht kommt man mal zum Ende. Da wollten sie ein bisschen wohl zu viel. Dennoch ist es einfach so, wo ich sagen muss, Lars Damosio hat wirklich was Gutes geschaffen. Ein, sag mal, der könnte sich so ein bisschen in die nächste Zeit als kleine Trash-Perle, sag mal, hinstellen. Und Yummy, wenn man die Trailer sieht, denkt man sich auch, was ist das denn? So eine Porno-Synchronisationsumsetzung. Ich weiß nicht, wer das Dialogdrehbuch geschrieben hat. Das ist wirklich nicht so gut. Aber das ist das einzige Manko an diesem Film. Das Drehbuch ist nicht, das ist ja auch nicht so super gut, aber es ist so, wie ihr wisst, bei irgendwelchen Trash, so bei solchen Trash-Verfilmungen, so Trash-Filmen in diesem Sektor oder natürlich, die dann auch so ein schlechtes Dialogdrehbuch haben, die kann man manchmal gar nicht so ernst nehmen, aber trotzdem habe ich den irgendwie innerlich abgefeiert. Ich musste tierisch lachen, da waren ziemlich viele Slapsticks drin gewesen, wo ich sagte, wow, cool, das kann man sich mal anschauen und eigentlich mit Kumpel zusammen mit einem Bierchen oder was ich wie immer so gerne sage, kann man sich den vielleicht auch mal ein bisschen gönnen und kann sich diesen anschauen. Ja, ansonsten, kann ich eigentlich nur sagen, schaut euch den gerne mal an auf dem Film Fantasy Filmfest. Hat wie gesagt Bock gemacht, aber trotzdem bleibe ich da auch auf dem Teppich und muss auch sagen, wenn die Qualität der Kamera, der Gore-Szenen und soweit eigentlich die Story gar nicht so schlecht ist und das auch eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, für nächste Projekte hat für mich auf jeden Fall der Regisseur und der Autor wirklich gute Arbeit geleistet und könnte auch was Größeres machen. Aber natürlich muss man auch einfach sagen, dass die Synchro nicht so gut ist und andere Dinge natürlich, so wie das Schauspiel. Dennoch bleibt es einfach eine kleine gute Trash-Perle und ich würde denen so ungefähr eine 6 von 10 geben. Wirklich eine gute 6 von 10. Ich fühlte mich echt gut unterhalten und muss auch sagen, macht weiter so, Bush Media. Und ja, habt viel Spaß im Kino bei Yummy. Und ich würde sagen, Leute, jetzt könnt ihr noch gerne nochmal was gewinnen. Jetzt habt ihr nämlich die Chance, 2 Masken zu gewinnen. Ja, habt ihr richtig gehört. 2 Nasen- und Mundschutzmasken von Yummy. Diese könnt ihr jetzt hier gewinnen. Was müsst ihr dafür machen? Einfach Kommentare reinschreiben mit Hashtag Yummy. Alles weitere steht in der Videobeschreibung drin. Und ich würde sagen, habt viel Spaß bei dem Gewinnspiel. Und natürlich, klar, lasst ihr ein Abo hier und sagt einfach gerne mal weiter, dass es hier sowas gibt.